Also Jojo, dann mal Butter bei die Fische. Johannes oder Jojo? Jojo. Havelse oder Hannover? Havelse. Havelse oder Bremen? Das ist schon die erste schwierige Frage. Bremen. Wer ist der größere Trainerliebling? Jojo oder Maxi? Maxi. Wer ist schneller? Jojo oder Maxi? Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen einstecken. Ich glaube, Maxi ist einen Tick schneller. Wer kommt besser bei den Mädels an? Jojo oder Maxi? ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann ich gar nicht so gut beantworten. Maxi? Wer hat den besseren Style? Jojo oder Maxi? Ja, gut. Da würde ich dann schon sagen, dass ich den besseren Style habe. Ah, nee, Maxi hat auch einen guten Style, aber da bin ich dann schon selbstbewusst. Wer macht die bessere Lasagne? Jojo oder Maxi? Brauchen wir nicht lang diskutieren, das ist Maxi. Wer hat den besseren Vertrag? Jojo oder Maxi? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil ich weiß jetzt auch keine Vertragsinhalte bei meinem Bruder. Also zumindest keine genauen Vertragsinhalte. Schwierig. Ich denke aber, dass Maxi den besseren Vertrag hat. Noch, ne? Wer hat den besseren Schuss? Jojo oder Maxi? Ja, Maxi hat es schon des Öfteren unter Beweis gestellt. Deswegen Maxi. Außenbahn oder Mittelstürmer? Ui. Das ist eine richtig gute Frage. Schwierig. Also wenn ich jetzt meine aktuelle Situation bewerte, dann würde ich dann doch schon den Außenstürmer nehmen, den zentrumslastigen Außenstürmer. Aber ja, dann würde ich es aktuell so sehen, ja. 1-0 gegen Leverkusen oder 2-0 gegen Wolfsburg? Zweimal gegen Wolfsburg. Da habe ich mein erstes Tor geschossen. Linker Fuß oder rechter Fuß? Schon rechter Fuß. Fernschuss oder Abstauber? Fernschuss. Teamplay oder Solo? Also wenn man so ein Solo macht, so wie mein Bruder das gemacht hat, ist schon geil, muss ich sagen. Aber ich würde schon Teamplay nehmen, ja. Tennis oder Tischtennis? Tennis. Spiele sehr gern. Wer spielt besser Tennis? Jojo oder Maxi? Das ist leicht zu beantworten, das bin ich dann. Wer spielt besser Tennis? Jojo oder Anna? Ja, mittlerweile leider Anna. Mittlerweile leider Anna. Früher war es mal andersrum. Ohne Handy oder ohne Auto? Da muss ich mal kurz überlegen. Ohne Auto. Internat oder alleine wohnen? Alleine wohnen. Notbremse oder Gegentor? Schwierig. Ja, eigentlich, ich glaube, wenn ich eine Notbremse mache, dafür rot kriege, dann bringt das auch nicht so viel. Also vielleicht je nach Spielstand Gegentor. Gegentor? Ja, ich meine, dann hat man zumindest mit 11 gegen 11 noch eine realistische Chance. Natürlich mit 10 vielleicht auch, aber schon unwahrscheinlicher. Deswegen, ja, dann schon Gegentor.
Der allererste, glaube ich, nach Thomas Scharf. Echt? Ja, einkaufen oder Lieferdienst? Einkaufen. Wischen oder kochen? Kochen. Versprochen, jetzt wird's schwer. Einsätze ohne Titel oder Titel ohne Einsätze? Jetzt muss ich mal kurz nochmal nachdenken. Einsätze ohne Titel oder Titel ohne Einsätze. Boah. Einsätze ohne Titel. Niklas Schmidt oder Andres Iniesta? Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich habe mit Niklas ja schon zusammengespielt. Ja, wir haben uns auch ganz gut verstanden. Deswegen, ich sehe Iniesta ja immer nur über den Fernseher. Deswegen würde ich dann schon Niklas Schmidt nehmen. Claudio Pizarro oder Florian Kohfeldt? Was ist denn das für eine Frage? Hä? Boah. Mist, ey. Habt ihr die schon mal bei jemandem anderen überhaupt gestellt? Bin ich der Erste, ne? Ja. Ey. Brauchst du etwas Puder? Vielleicht etwas? Schluck Wasser? Ich gehe den sicheren Weg, Florian Kohfeldt. Ja. Sorry, Claudio. Ich muss. Bruder oder Schwester? Schwester. Liebe Grüße an meinen Bruder. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch Butter bei die Fische bei ihm geguckt und da hat er genau die gleiche Antwort gegeben. Wenn ihr es auch nochmal sehen wollt, hier oben findet ihr den Link. Verlängern oder wechseln? Das werde ich sicher jetzt nicht hier beantworten. Das grundsätzlich... keine Ahnung. Ich habe keine Antwort. Beides? Gibt's nicht, ne? Keine Ahnung. Kann ich nicht beantworten. Wieso stellt ihr mir eigentlich die Frage, als wäre der TV? Boah, ja. Aber sei mal ehrlich, also strahlt ihr das später aus? Ja. Ja, dann frag nochmal. Verlängern oder wechseln? Verlängern. Glückwunsch. Jetzt muss ich lachen. So, euch hat's gefallen? Dann lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr Butter bei die Fische schauen wollt, dann... euch hat's gefallen? Dann lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr Butter bei die Fische schauen wollt, dann schaut auf gar keinen Fall das Video von meinem Bruder, weil das ist eine einzige Katastrophe, sondern schaut das Video. Gut? Ja, gut, dann lassen wir das so.